Schauen wir mal. Da müsste hier irgendwo eine U-Bahn-Station sein. Da ist sie schon, ja? Oh ja. Hallo, grüß Sie. Was ist denn passiert? Sie sind selber gestürzt, oder? Kannst du gehen? Ja. Dann gehst du jetzt mit. Magst du ins Krankenhaus? Ja, ich habe keine Röntgenaugen. Also, ich will nicht, aber nein, ich habe keine Röntgenaufnahme. Es ist eine kleine Platzwunde auf der Nase, die gerollt werden müsste. Am Kiefer tut dir nichts weh, oder? Da tut dir nichts weh. Darf ich schauen noch mal schnell die Nase? Du hast einen Riss auf der Nase oben. Ja. Dieser Riss müsste mit vielleicht geklebt werden oder so. Hä? Nein, ich empfehle es dir. Du entscheidest es selber. Warst du bewusstlos oder irgendwas? Nicht. Also, machen wir mal, gib mir mal einen Kompressor über die Nase drüber schnell hier, dann machst du mal runter, bitte. Kannst du selber gehen noch, stehen noch? Also, wie gesagt, also du hast hier einen Cut auf der Nase, der müsste genäht werden. Okay. Würde man das im Krankenhaus machen, oder? Werden Sie das machen? Ja, klar machen Sie das. Ich war vor 2 Tagen und dann haben Sie nichts genäht. Ja, vielleicht machen Sie es auch nicht. Ja, vielleicht, also die sind extrem voll. An Leuko. Und hier drüber. Ich mach da mal hier was drüber. Bewusstlos warst du nicht beim Sturz. Also ich kann es nur empfehlen, aber wenn du sagst, willst nicht, dann akzeptiere ich das. Das ist deine Entscheidung. Hä? Ja, es blutet schon nicht mehr. Dann höre ich auf dich. Dann fass mit. Okay, alles klar. Dann machen wir das hier drauf. Genau. Stehst du mal auf, wir helfen dir. Moritz, mal XL-Handschuhe bitte. X2 XL-Handschuhe für ihn. Also wir schauen mal, was wir Platz haben. Also der Chirurgie wird nichts gehen, aber vielleicht Rotkreuz-Krankenhaus. Schauen wir mal. Jetzt ziehst du mal die Handschuhe an. Das war eigentlich nur eine offene Wunde oben und eine kleine Schürfwunde an der Backe. Sonst war da jetzt nichts Großartiges. Aber kann man halt nicht sitzen lassen. Deswegen haben wir ihn auch mitgenommen. Und wir haben ihm auch ein paar Handschuhe angezogen. Das dient einfach dazu, dass unser Auto sauber bleibt, weil er war ja ziemlich voll Blut. Und wenn er die Handschuhe anhat, dann kann er halt anfassen, was er will, ohne dass er was spritzig macht. Du hast gemerkt, warum du gestürzt bist, oder? Weißt du, oder? Ja, genau. Setz dich mal einfach hin, bitte. Müssen wir dann nur noch sauber wischen. Du bist einfach gestürzt aufgrund des Alkoholgenusses, oder? Gestolpert. Oder? Kannst du mir mal schnell in die Augen schauen, bitte? Das ist alles okay, jawohl. Kannst dich erinnern an den Sturz? Ja. Die letzte Maß war schlecht sozusagen. Das muss man mal röntgen. Und da ist ein bisschen eine Abschürfung an der Seite. Und dann schauen wir mal, Zähne sind ja alle fest. Kannst du meinen Mund kurz aufmachen? Ja, alles gut. Wunderbar. Wunderbar. Sonst tut nichts weh. Sehr schön. Die beiden bringen den Mann zur weiteren Behandlung in die Notaufnahme. So, dann kommst du hier kurz vorbei. Ja, dann gehen wir hier hinten rüber. Ja, das kommt jetzt darauf an, ob die Ärzte entscheiden, wir machen eine Röntgenaufnahme von der Nase, dann wird geröntgt, oder sie machen einfach eine Wundsäuberung, vielleicht mit einem kleinen Klebestreifen drüber, und dann ist das erledigt und darf er wieder heimgehen. Freitagnacht gibt es für Notfallsanitäter Klaus Hippe und Rettungssanitäter Moritz Eckert keine Verschnaufpause. Also unser Einsatz jetzt heute auf das Frühlingsfest, da ist gemeldet eine ausgekühlte Schulter, eine sogenannte Schulterluxation. Kann sehr schmerzhaft sein, müssen wir mal schauen, ob wir entweder was selber geben oder ob wir einen Notarzt noch zur Analgesie holen. Das werden wir jetzt dann gleich sehen, also zur Schmerzlinderung holen. Um zu dem Mann zu kommen, müssen die beiden mit dem Rettungswagen auf das Gelände der Theresienwiese fahren. Um auf das Frühlingsfest zu kommen, die Theresienwiese selber ist ja mit sehr vielen Pfosten, die versenkbar sind, aus Schutzgründen gesichert. Und seit geraumer Zeit haben wir einen bestimmten Schlüssel, der heißt F-Schlüssel, Feuerwehrschlüssel, den auch die Feuerwehr hat. Damit können wir die Pfosten runterfahren. Das erleichtert uns natürlich die Zufahrt zu dem Geschehen. Das ist ziemlich verbreitet in München, dieses System. Im Notfall kann dieser Schlüssel Leben retten.
Denn durch den schnellen Zugang sparen sich die Rettungskräfte kostbare Zeit. Servus, miteinander. Was ist denn passiert? Luxierte Schulter zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal schon. Okay. Ich kenne den Spaß. Geht's ohne Schmerzmittel, ohne Fentanyl, also ohne Drogen, oder wir fahren nicht weit? Weil da muss ich den Notarzt nachholen. Hast du was getrunken? Ja, das macht man dann in der Klinik, dann ist aber besser. Kannst du mal den Arm anlegen? Da, das und den dann so rüberhalten und dann mit der Hand hier halten. Langsam, bitte. Tut so weh. Dann hol ich einen Doktor nach für eine Analgesie. Ist die draußen? Habt ihr schon mal geschaut? Ja, man merkt. Ja, ist draußen. Genau. Pass auf, ich lege Ihnen einen Zugang. Kann man den hier setzen bei uns jetzt rein? Dann lege ich einen Zugang und hole einen Doktor nach. Also wenn eine Schulter auskugelt, dann springt das Schultergelenk raus aus der Pfanne. Der Patient hat auch erklärt, dass er das schon mal gehabt hat. Das heißt, wenn die Leute das mal gehabt haben, ist der Bandapparat oft gar nicht mehr so stark und es passiert sehr, sehr schnell, dass es wieder auskugelt. Das tue ich sehr schmerzhaft. So, jetzt pass auf. Müssen wir dich jetzt hinlegen, wenn wir dir was geben, gell? Wie viel hast du getrunken? Zwei Maß. Ja, okay. Alles klar, okay. Dann, wenn du mal kurz mit aufsteigst, hier geht es. Genau, noch ein Stückerl. Machen wir Doktor nach, das ist mir wurscht. Ja, mit zwei Bier mache ich da nichts. Pass auf, du legst dich hin, Kollege versorgt dich. Ich leg dir dann mal auf den anderen Arm einen Zugang. Jetzt hole ich einen Doktor nach. Ich könnte ihm zwar jetzt was geben, aber er hat zwei Bier getrunken. Und dann bin ich außer der Kompetenz und lege ihr Zugang und dann warte mal, bis der Doktor ihm irgendwas gibt. Und dann muss die Schulter im Krankenhaus eingerenkt werden. Irgendwas haben, dass wir deinen Arm stützen. Als Notfallsanitäter darf Klaus Hippe zwar selbst Schmerzmittel verabreichen, doch der Alkohol im Blut des Mannes könnte zu Komplikationen führen. So, jetzt pass auf. Schauen wir mal, dass wir da ein bisschen deinen Arm in eine Schlinge kriegen, dass der dich ein bisschen unterstützt. Wenn ich da vorsichtig durchkomme. Ja. Du sagst mir einfach, wie es für dich am besten geht. Du bist der Chef. Weil den anderen Arm brauche ich dann für den Zugang. Lass mal es lieber. Ich glaube, jetzt ist er wieder drin. Ist er wieder drin? Das ist gar kein Spaß, gell? Ja, die ist wieder drin. Das geht einmal, macht es kurz, zack, und dann so. Können wir abbestellen, dann, Doktor. Warte mal. Schau mal, ob es dich bewegen kann. Mal ganz kurz zwei Minuten zu setzen, bitte. Probier es einmal. Nein, ins Krankenhaus würde man sowieso empfehlen, aber wenn du sagst, der rollt, es kann sein, dass der einfach mit einem Schluck wieder reingeht, mit einem Zack. Das hat sich gerade echt so reingeschlupft, gell? Darf ich mal? Ja, ich merke also, gar nichts mehr. Aber jetzt sind keine Schmerzen mehr, oder? Also es ist nicht mehr so dramatisch wie vorher. Probier es mal, ob du es bewegen kannst, weil dann gibt mir keinen Schmerz, dann stell ihn ab. Also es tut weh. Aber so können wir es aushalten, wenn wir ins Krankenhaus fahren. Kannst du es so aushalten? Das auf jeden Fall. Dann stell ihren Doktor mal ab, mach mal ihn fest. Mit einer Armschlaufe wollte Moritz Eckert den Arm des Mannes entlasten. Beim Anlegen hat er durch Zufall die Schulter wieder eingerenkt. Ja, es freut ja natürlich schon auch. Bei dem Patienten war es wohl so, dass das schon öfters vorgekommen ist, dass die Bänder ein bisschen verlängert sind scheinbar. Hätte vielleicht auch selber passieren können bei der nächsten Bewegung von ihm. In dem Fall ist es bei mir passiert. War schön, war gut. Musste aber trotzdem in die Klinik fahren, weil einfach eine Röntgenkontrolle durchgeführt werden muss. Super. Wie neu, gell? Ja, guck mal. So, wenn du einfach mal mitkommst, bitteschön. So, jetzt gehst du mal mit uns mit, bitte, hier mit. Die Ärzte in der Klinik werden die Schulter des Mannes noch einmal gründlich untersuchen. Für Klaus Hippe und Moritz Eckert geht es zum nächsten Notfall.